Und damit willkommen zurück zu Let's Play Total War Warhammer und wir stehen vor dem brennenden Numas. Hat schon mal besser ausgesehen, beziehungsweise das Wasser des ewigen Lebens hat auch schon mal wässriger ausgesehen, muss ich sagen. Heißt wahrscheinlich so wegen dem Fluss, der hier durchfließt. Den sieht man sogar. So, nein, nicht du, du. Ach, du liebes Bisschen. Tschüss. Keine Almose für dich. Der Stärketrank. Na, was kriegt man noch so? Ja, ja, gibt's noch was? Oh. Stimmt, glaube der Rang ist das Letzte, was immer kommt. So, Numas lebt sogar noch. Komm, jetzt können wir wieder Freunde sein, Numas, ne? Ganz ehrlich, das ist einer der Gründe. Das muss ich kurz erzählen. Das ist einer der Gründe, warum ich die Echsenmenschen hasse wie die Pest. Und zwar alle diese Art. Ich habe mal eine Runde mit den Verbanden von Neek angefangen und die starten ja hier hinten. Hab mich ein kleines bisschen ausgebreitet, hatte relativ gute Beziehungen mit den Echsenmenschen. Plötzlich erklären die mir, während ich da oben mich mit den Dunkelelfen am Bekriegen bin, weil ich mir dachte, ich bin sicher, erklären die mir plötzlich den Krieg, snacken mir ein paar Regionen weg und erdreißen sich direkt danach, nachdem die mir die Regionen da weggesnackt haben, mir ein Friedensangebot zu machen. Im Sinne von, ja, das nehmen wir dir weg und jetzt können wir uns ja wieder vertragen, bitte, ja. Ich fand das so dermaßen dreist, dass ich dann so ein Rachefeldzug gegen die geführt habe. Bis jeder Ex-Mensch weg war von der Karte. Und irgendwie habe ich seitdem so eine Abneigung gegen Ex-Menschen entwickelt in Warhammer. Machen wir weiter. Also. Wir können bis jetzt trotzdem sogar noch die Pfeile fertig machen, weil Schädelkatapult und Knochengießen. Ob ich die Schädelkatapulte immer dabei habe, weiß ich nicht, aber die Knochengießen wird man immer dabei haben. Der Geschossschaden ist jetzt nur minimal erhöht. Vielleicht gibt es doch erstmal noch wichtigere Sachen. Vorlaufstellung ist mir Wumpe. Angriffs Bonus und physische Resistenz nur für ihn. Das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn er dann seinen Streitwagen hat. Wenn man davon spricht. Da ist er, der Leuchtende. Also ein bisschen, Zetra ist jetzt ein bisschen zum Knight Rider geworden. Echt nicht Knight Rider hier. Ghost Rider geworden. Das Elixier der Unsterblichkeit. Das kann der jetzt schon mit 14 haben. Hammer. Damit ist er jetzt ebenfalls. Aber das zählt leider nur für Attentate. Wenn er in der Schlacht stirbt, ist er trotzdem tot. Aber ich gebe dir erstmal ja keine Kanalisierung, weil immer wieder mal die anderen Reserven aufzuladen in der Schlacht, gerade wenn man viele Zauberer dabei hat. Ist nice. Der Meisterbaumeister, sehr schön. Weniger Baukosten und weniger Bauzeit, das machen wir gleich. Das ist eins der wichtigsten Dinge, die man machen kann. Denn. Lass mich mal zurück. Denn jetzt könnten wir bauen. Das passt. Das, die meisten Gebäude passen eigentlich gerade, wie sie sind. Die Mauern sind da, das ist da. Schädelkatapult. Ja, wisst ihr was? Nehmen wir einmal Reiter weg und machen noch einen Schädelkatapult rein. Zur Lade dazu. Die ergänzen sich dann ganz gut. Schädelkatapult zum Moral-Debuffen. Die Lade, um ordentlich in große Gegnermengen reinzurotzen. Die ist halt relativ ungenau, aber wenn sie mal trifft, trifft sie gut. Braucht eh nur eine Runde. Einen Knochenriesen würde ich auch noch gern für die Armee dazu holen. Greatest of Kings, Victory. Was sagen denn meine Riten? Dauert noch. Aber was wir auf jeden Fall machen können. Stimmt. Wir machen eine Planänderung. Statt dem hast du doch bestimmt irgendwas anderes Leckeres, was du nehmen kannst, nicht wahr? Eigentlich nicht. Alles klar. Ein Kruftskorpion, das braucht aber 4 Runden. Andererseits, die Zeit rennt uns gerade mit König Rahotep nicht so weg. Ja, dann nimm dir mal ein. Nee, den Knochenriesen wenn dann lieber. Skorpione können wir später noch machen, aber ich hätte immer gerne... Einen Knochenriesen pro Armee habe ich immer gerne dabei. Zusammen mit einer Artillerie. Und dann den Rest immer so ein bisschen halbwegs ausgewogen. Manche spezialisiere ich ein bisschen mehr aufs eine, manche lieber auf das andere. Aber das ist so immer das Minimum, was ich dabei haben will. Denn ich mache jetzt einen neuen Kommandanten und der soll auch schon mal gleich das Katapult bekommen, was wir haben.
Stimmt, der kann natürlich auch gleich den Knochenriesen mitnehmen. Hier unten drängt er jetzt wirklich nicht so sehr. Ah, die spontanen Planänderungen. Gut, dann nimm den Skorpion. Bitte. Den Skorpion gegen schieben einfach. Nimm ihn. Nimm ihn jetzt einfach. So, dann haben wir den, oh, den guten alten vertrauenswürdigen Gruftkönig. Haben wir noch irgendeinen von der Dynastie? Das ist der von der dritten. Der verbessert die Sphinxe. Der ist der, der die Reichweite verbessert. Mehr Nahkampfangriff. Oh Gott, mein Stuhl quietscht die ganze Zeit. Mann. Mehr Nahkampfangriff bei Kämpfen in der Wüste. Und die haben wir ja derzeit noch. Das ist ganz cool für Beginn. Und was auch wichtig ist, Reichweite plus 10%. Das heißt, Artillerie, die wir ihm geben, auch Knochenriesen, auch Hochschabtling mit Großbögen, die können schon ein gutes Stückchen weiter schießen. Das ist nicht ohne. Wisst ihr was? Wir nehmen den mal jetzt. Ist ja gut. Aber dennoch würde ich trotzdem schon mal gerne anfangen, Truppen zu rekrutieren. Das heißt, wir brauchen einen Übergangskommandanten. Dann nehmen wir den Vertrauenswürdigen, weil der gibt uns ein kleines bisschen diplomatischen Bonus. Gibt sogar Kanopenkrüge. Dann nimmst du einmal ein paar Söldnersperrträger und fängst schon mal an, die Gruftwachen aufzustellen. Global können wir noch nicht wirklich machen. Chemri. Fängst du mal auf jeden Fall schon mal mit dem Ausbilden an. Du machst dann nämlich mal die Bretonen weg, endlich. Kann ich trotzdem schon mal leveln, ne? Ist okay. So. Diplomatie? Wie schaut's aus? Sind wir jetzt Freunde? Das ist halt so das Problem, wenn man mal, Verträge bricht. Man kann sonst so cool mit denen sein, die wollen nichts mit dir zu tun haben, wenn du nicht vertrauenswürdig bist. Das braucht keine Sorge, wir sind jetzt nicht fürs restliche Spiel verflucht, das braucht... Das, also es heilt, es braucht aber Zeit. So ist das. So. Bäh. Einheiten angreifen. Haltet sie auf. Fehlschlag. Nice. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Depp. Ah. Ja, Baukosten für Gebäude reduzieren. Dankeschön. Kremri hat noch Zeit. Wir könnten das Einkommen erhöhen. Ne, wenn, dann würde ich gerne die zwei Gebäudesplätze noch nutzen für diesen Spaß. Und ein altes kommt weg. Das Wachstumsgebäude dann, wenn wir es nicht mehr brauchen. Hm. Jupp, alles klar. Mal gucken. Es gab Leute, das war auch schon mal ein ursprünglicher Gedanke, von wegen jede Folge eine Schlacht. Schon allein, dass ich was fürs Thumbnail habe und so. Aber das Problem... Das allergrößte Problem, wenn man tatsächlich mit der Mentalität hergeht, jede Folge eine Schlacht... Das verleitet dann zu sehr, Konflikte anzufangen, die man nicht wirklich braucht, nur um seine Quotenschlacht zu haben. Das ist ein Denken, das ich nicht unbedingt annehmen will. Ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn mal die eine oder andere Folge eben ohne Schlacht ist, indem wir eben nur ein bisschen taktieren oder uns mal ein bisschen zurückhalten. So sehr wie jetzt hier. Hätte ich mich jetzt nicht mit Numas angelegt, ich hätte dieses zurückhaltende Spiel noch ewig machen können. Also, ich wollte jetzt dann doch schon mal ein bisschen expandieren. Wir gucken jetzt schon lange genug ohne rum. Yay, da ist er fertig. So, dann können wir es gleich mal austauschen. Du gehst jetzt rein für meinen Wladimir der ersten Dynastie. So, dann hier. Dann nimmst du mir zweimal Bogenschützen auf einmal mit, weil die haben ja irgendwie schön kleinen Reichweitenbonus. Ihr seht, 10% macht dann schon was aus. Von 140 auf 154. Bei Skelettriesen und Katapulten auch. Aber eben... wo sind die? Ich hab die mit Großbögen eigentlich. Hab ich dann... Da, aber ich darf keine mehr haben. 281, das ist... Das ist nice. Fangen wir mit dem Katapult an. Weißt du was? Katapult und zweimal Bogenschützen, machen wir es so rum. Seine Armee darf gerne ein bisschen mehr Fernkampf und Artillerie basiert sein. Klar, keine ganze. Ich war schon mal so lustig drauf und habe mit ihm tatsächlich eine reine Fernkämpferarmee gemacht. Mit dem Typen, weil ich mir dachte, oh, 10% mehr Reichweite, den mache ich zu meinen Artilleriekommandanten. Sau viel Artillerie und Bogenschützen reingeparkt. Im Sinne von, der wird immer nur unterstützen. Also beim Angriff unterstützen. Bei zwei Armeenkampf. Ja, was man dabei aber leicht vergisst. Was ist, wenn der Gegner einfach mal mit dem Blitzschlag rein... brettert und dann den Einzelnen wegsnackt. Also, was? Seitdem lasse ich spezialisierte Armeen doch lieber ein bisschen sein. Ah.
Cetra, darfst du den hauen? Würdest du den bitte hauen? Das würde mich sehr glücklich machen. Ja. Der hat ja sogar eine halbwegs gute. Mal gucken, wie viele er umhaut. Beeindruckend. Niemanden. Ja, ganz ehrlich, genau so. Ja. Genau so hätte ich es mir auch vorgestellt. Der Kampf geht los. Und vor allem Knochenriese und der Schab, die Großbogen haut dann einfach so viele dicke Dinge um die Ohren, dass der einfach umfällt. Der sieht schon die Pfeile und Bolzen anfliegen und löst sich einfach schon auf, bevor die einschlagen. Oh, ich glaube, ja, Fraktion vernichtet nun was. Die haben sich gerade hier Bürger zurückgeholt. Bagar, Entschuldigung. Ja, ich kann jetzt gerne mit den Freunden werden, habe ich kein Problem. Ich würde mich jetzt gerne den Weg hier weiterhauen. Das können weiterhin meine zwei Kommandanten hier machen. Die kommen ja ganz gut miteinander aus. Das sind doch gute alte, dicke Kindheitsfreunde. Gut, sind, glaube ich, von zwei verschiedenen Dynastien, aber das hält ja niemanden auf. Wir wollen ja nicht dynastinophob werden hier. Komm. Yay, Erfolg. Nee, das ist es nicht. Wir haben Krieg. Kampftraining. Und die nächste Forschung. So, wollen wir erstmal hier noch was machen? Wir könnten jetzt noch schön... Was können wir denn an Helden holen für unseren Herrn? Im Grunde gar nichts. Ja, na, ist gut. Wir könnten den dann dazu ziehen, aber das würde ich dann tatsächlich erstmal noch ein bisschen... Ich würde ihn erstmal noch als Attentäter lassen. Ich bin zurück. Danke. Forschung wollte ich. Jetzt ist mir eingefallen. Wir könnten hier den Gruftprinzen holen, den Grotekten. Priest. Was hatten wir hier nochmal? Mehr für Grabjäger. Das ist auch nicht ohne. Die Skorpione noch besser. Von denen haben wir bis jetzt aber noch zu wenig, dass es sich jetzt wirklich lohnt, ultra die Forschung drauf zu machen. Nehmen wir erstmal den Gruftprinzen mit, den ersten. Der kann dann noch schön die Truppen gleich trainieren, wenn sie rauskommen. Und wir können ja schon mal die nächste Welle vorbereiten. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Die Sachen, die eh nur eine Runde brauchen, beziehungsweise relativ verhalten schnell sind, können wir uns auch über global schnell holen. Warum ist eigentlich einer der Slots die ganze Zeit? Achso, wegen dem. Ja, wegen dem Skorpion. Da war was. So, zack, zack. Dann machen wir mal die beiden. Und da bräuchten wir vier Runden. Ich glaube, das ist halbwegs realistisch. Skorpion. Grabjäger. Knochenriese. Eine Schabdi-Trupp kann man immer dabei haben, auch wenn du eine eigentlich so Reichweitenbonus hauptsächlich hast. Und der gesamte Rest. Ja, die ersten Nekropolenritter, wenn wir die dann bauen dürfen, kriegst du auf jeden Fall auch rein. Huff. Du bist das. Grabiger Nikos, Fingster Skorpione. Hast du eher weniger? Schub dir Großbögen. Oder machen wir das hier hoch? Ich mache eigentlich immer gerne den Kommandantenbaum, weil es sich schon durchaus bemerkbar macht. Vor allem das Wiedererwecken. Würde ich ganz so schnell wie möglich oben haben. Aber das kann man eigentlich immer mitnehmen, finde ich, weil Knochenriesen und Katapulte habe ich meistens in den meisten Armeen mit dabei. Zählt leider nicht für die Laden, das finde ich leider schade. Es gibt auch viele Situationen, wo ich finde, dass die Katapulte sogar nützlicher sind als die Laden. Aber Reiter habe ich dann später meistens auch irgendwelche dabei. Aber Reiter sind nicht unbedingt ein Muss. Sagen wir es mal so. Das Flankieren und das, die Hammer and Anvil-Taktiken kann man mit den Tomb Kings genauso gut mit Oshabti machen. Man kann sie genauso gut mit allen Konstrukten machen, also mit Skorpionen, mit Kriegsphinxen, mit XY. Natürlich auch mit Kavallerie. Aber Kavallerie ist nicht so das Muss zum Flankieren bei den Tomb Kings. Man kann es haben. Ich werde jetzt ein paar machen von den Nekropolenrittern, weil ich sie mag. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Streitwegen sind halt die Kriegsphinxen mit dabei. Ich glaube, es wird nur einen einzigen geben, den ich das gebe. Und das wird dieser Kriegsphinx-Kommandant sein, der sich auch noch ein bisschen drauf spezialisiert. Aber ansonsten
Das mag ich sehr. Ushabti, Hero-Titan und Ushabti, Großbögen zu verbessern. Grabjäger, Necro-Sphinxe, Skorpione. Wenn ich nur ein oder zwei dabei habe, nicht unbedingt. Ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich das mit der Munition. Ja, das schadet eigentlich nie, die Pfeile zu verbessern. Ein, zwei Trupps Bogenschützen habe ich meistens dabei, auch im Endgame. Und wie gesagt, einen Knochenriesen und einen Katapult oder irgendwas in der Richtung habe ich meistens immer dabei. Sowas wie Skorpione und Grabjäger zu verbessern, das sind so Einheiten. Es gibt, glaube ich, einen Kommandant, der auch wieder ein bisschen bessere Skorpione hat. Da kann man das eher reinmachen und sagen, okay, dann nimmt man statt ein oder zwei vielleicht mal so drei bis vier mit und dann kann man die Verbesserung auch gerne mal mitnehmen. Man muss halt immer abwägen. Man muss abwägen, wie groß ist der Fokus. Jetzt, wenn man nur eine einzige Einheit dabei hat, kann man... Also nur eine einzige Einheit davon, da jetzt extra die Verbesserung mitzunehmen, ist dann schon fast Verschwendung. Jetzt die Pfeile kann man sagen, okay, so zwei bis drei Trupps Bogenschützen hat man meistens dabei, dann meistens immer noch einen Knochenriesen, vielleicht noch einen Schädelkatapult, da hat man schon mal einen ganz guten Teil der Armee gebufft. Als Grund nehme ich eigentlich immer die Infanterie mit, weil die kann man immer gebrauchen. Also grundsätzlich Infanterie als Frontline zum Gegner abhalten, hat man eigentlich immer dabei. Von daher ist das immer das Erste, was ich skill. Das ist ein No-Brainer, wie ich finde. Alles andere, je nachdem, wie man seinen Kommandant ausrichtet, finde ich. Aber trotzdem, diese Kommandantenverbesserungen sind das Erste, was ich bei den Tomb Kings meistens mitnehme. Eben wegen... Zum einen macht das wirklich einen großen Unterschied in der Schlacht. Zum anderen... Jetzt hat man es in der Schlacht, die letztens hatten, hat man es ein bisschen gesehen, aber noch nicht so stark. Aber wenn man gerade richtig große Kämpfe hat und man ständig diese Regeneration für alle wieder noch zusätzlich bufft, neben diesen Zaubern für Regeneration, diesen passiven Effekt und den Buffs und den Debuffs, die man raushaut, das macht bei einer längeren Schlacht gewaltig was aus. So, wir können weiter forschen und ich mache jetzt den Priester des Todes. Hier, mach mir den Priester des Todes. Die Beliebtheit gefällt mir hier gar nicht. Aber an der Unverdorbenheit liegt es nicht. Nee, das bleibt da einfach. Das bleibt so jetzt einfach stehen. Ist okay. Auf kurz oder lang würde ich eins der Gebäude dann sowieso austauschen. Dann passt das wieder. Stark. Oder der Kavalleriemeister. Wie gesagt, man kann jetzt so einen nehmen. Ich könnte jetzt tatsächlich so einen Gruftprinzen machen, den ich dann in eine Armee reinpacke, wo ich sehr, sehr viele Nekanischen Reiter und Grabjäger habe und den dann mit denen mitschicken und reinpreschen lassen. Aber ja, ich glaube, ich nehme allgemein den Starken einfach. Weil wie gesagt, Gruftprinzen müssen bei mir nicht immer auf dem Pferd sein. Es kann durchaus Vorteile haben, die ohne Reittier zu lassen. I am my father's son. Ja, geh dann rein, soweit du kannst. Du kannst schon mal schön dein Kampftraining erhöhen. Dann würde ich tatsächlich dir mal die Boni geben für die Feuerresistenz und die Geschossresistenz. Was man auch nicht vergessen darf, auf einem Pferd, genau, da sieht man es, die Geschossresistenz wird auch geringer. Von 55 auf, ich glaube, nur noch 30 oder so. Silber wird zu einem Bronze-Shield. Ja, auch problematisch. Also es, Pferde haben auch ihren Nachteil. Auch selbst wenn man keine Debuffs sieht, Pferde haben durchaus Nachteile. Vor allem eben auch, dass man zu einem sehr, sehr leckeren Ziel wird für Anti-Large-Einheiten. Und spätestens, wenn man irgendwann mal vielleicht so einem Trupp Außerkorn, also Chosen mit Hellebarden gegenübersteht, dann wünscht man sich dann doch lieber, ohne Pferd rumzureiten. Gib mir die mal... Du wirst ja auch dann so ein kleiner Buffbot für mich. Ich mache meine Gruftprinzen gerne immer so ein bisschen auf... Defensive, so gut es geht, also tanky. Und dafür, gut, hier haben wir, ich glaube, Eroberer könnten wir so oder so immer volle Kanne mitnehmen, weil das beides bufft, sowohl Nahkampfangriff als auch Waffenstärke. Aber ansonsten, Führerschaft geht meistens in Ordnung. Was ich gerne mitnehme, ist Nahkampfabwehr. Denn man darf eins nicht vergessen, mit am heftigsten auf die Führerschaft auswirken tut sich's, wenn man viel Schaden nimmt. Das macht gewaltige Debuffs. Und wenn er schon mal schwerer zu treffen ist, wie so schön da steht, die Nahkampfabwehr macht sich auf ganz großen Stufen schon wirklich bezahlt. Dann nimmt er schon wirklich spürbar weniger Schaden, wenn er in den Gegnern drin ist. Und das war es damit. Was ist denn hier alles? Was haben die eigentlich alles eingenommen? Himmel, Herrgott.
Nachher müssen wir die trotzdem umhauen. Do not stop, sagt der Pornokönig, hat wieder gesprochen. Hm, irgendjemand konnte gerade leveln. Du warst das. Jep, den Buff wäre wohl. Na, den Buff. Den Debuff meine ich bitte. Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr vom Gegner, das ist mit das Wichtigste. Die wichtigsten Werte. Nahkampfangriff reduzieren, treffen die kaum noch und machen weniger Schaden. Ein gutes Stück weniger. Und Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr reduzieren. Ja. Dann treffen wir umso besser. Nahkampfangriff und Abwehr ist etwas, was ich damals auch bei meinen alten Durchläufen sehr, sehr stark unterschätzt habe. Seit ich die Videos hier von Zirkovic gesehen habe, weiß ich, dass es stellenweise sogar noch wichtiger ist als die reine Waffenstärke. Denn das macht eine ganze Menge aus. So auch in Praxisbeispielen schon gezeigt, wie lange Einheiten dann aushalten können. Also, das ist nicht ohne. Fürst Kabum. Du bist ein bisschen eingekreist hier. Wir haben nicht mehr genug Geld. Ja, red's dir nur ein, ist in Ordnung. Yay, weitere Einheiten angegriffen. Do not betray your king. This one will have to do. In Balsam einelixiert. Yay. Du kannst jetzt. Leider gibt's nichts für Hinterhalte. Wir könnten den zu einem Streitwagen-Assassin machen. Das finde ich immer wieder. Das ist der beste Gag überhaupt. Wir könnten ihn auch das Einheiten. Ja, komm, wir können das Einheitenangreifen auch mal verbessern, wenn wir es schon so häufig machen jetzt. Wenn du schon mein hauptsächlicher Assassine hier bist. Ich mag Apfelsinen. Muss man ja sagen. Ja, Nagash. Ah, du willst Zwerge kloppen, ich verstehe. Ah, du willst wirklich Zwerge kloppen, ich verstehe. Jetzt kommt die dritte wahrscheinlich auch noch dazu, oder? Zwerge können sich bedanken, dass ich schon ein bisschen was von seinen Angriffstruppen kaputt gemacht habe. Ja, jetzt könnte ich könnte die Zwerge tatsächlich indirekt unterstützen, indem ich jetzt mal ein bisschen was wegmeuchle hier von der Unterstützarmee. Und Unterstützarmee. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um Pommes. 65%. 69%. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ja, nicht schlecht. Und das wird besser beim nächsten Mal. Ich kann mich irgendwie mich das. Oh, vor allem bei meinem ersten Durchlauf, glaube ich, den ich gespielt habe, wo ich auch Let's Play habe. Ich glaube beim Imperium oder so. Aber ich glaube bei anderen Durchläufen auch. Das hat mich immer so fertig gemacht, wenn dann die Attentäter kamen und mir irgendwie meine halbe Armee weggepflückt haben, immer, wenn ich durch die Länder noch durch bin. Das ist echt deprimierend. Served me in life. Now death. Du kriegst mir die Führerschaft. Dankeschön. Du brauchst noch eine Runde, ja? Alles klar. Lass dich nicht aufhalten. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in Position und bereiten uns vor, bei den Orks mal Hallo zu sagen. Freundlich. Wenn ich mir das so richtig angucke, Berg Arachnos hat kaum Karg Orund hat ein Wachhaus, okay. Das ist die Hauptstadt, ist die haben beide eine Mauer, alles klar. Aber den Berg Arachnos dürfte ich eigentlich trotzdem ziemlich leicht umnatzen können. Mit Glück kriegen wir zwei Städte auf einmal. So, Nekrotekten noch, dann holen wir uns einen Reihen hier dazu. Das ist mal tatsächlich wieder eine etwas ruhigere Folge, weil wir gerade schon nicht mehr so wirklich jemanden zu umhauen haben. Hm, ich bleib bei den Nekara-Priestern. Bonus gegen Infanterie, ich setze die glaube ich eh nicht so wirklich ein. Aber C können wir sie mal wirklich machen, dass wenn sie mal in Nahkampf verwickelt werden, ein bisschen was aushalten. Du kannst jetzt auch mal rein, bitte. Dankeschön. So, haben wir das Wichtigste schon mal. Schön.
kommt damit noch eine Armee dazu. Egal wie viel ich meuchle, es kommt ständig neue nach. Ich glaube, jetzt greift er auch an, oder? Ach nee, die machen lieber einen Schichtwechsel, alles klar. Ihr habt echt zu viel von den Bretonen gelernt, muss ich sagen. Oh, du hast einen Ausfall gemacht und gewonnen. Alles klar. Hättest auch noch ruhig eine Runde warten können, bis ich noch weiter gemeuchelt habe. So beeinflusst man Kriege. Ein Ushabti-Schnitzer. Oh ja, Sphinx. Oh. Hm. Ein Ushabti und Ushabti-Großbogen mehr, oder wir kriegen eine Kriegssphinx. Das ist halt das Schöne bei den Nekrotekten. Die haben oftmals noch richtig schöne Effekte, die uns noch die Einheitenkapazitäten erhöhen. Aber jetzt, gerade noch für diese Fernkampfarmee wegen Ushabti-Großbögen, ich hätte jetzt wirklich gerne Ushabti-Schnitzer, muss ich sagen. Sphinxen finde ich jetzt noch gar nicht so interessant, muss ich sagen. Ich habe mit Zetra eine dabei, ansonsten passt es erstmal. Aber ich mehr Ushabti, Ushabti-Großbögen. Mach erstmal das Wiederherstellen rein. Oh, du, geht gleich noch eine. Ja, gut. Du, mein Freund, kannst jetzt gleich mal weitermachen. Auf jeden Fall den hier. Puh, ich meine, die Grafik haben auch ein bisschen mehr Reichweite bei dir. Ist ja auch nicht ohne, aber... Unsere Frontlinie ist halt ziemlich dünn. Jetzt können wir aber tatsächlich Nekropolenritter holen. Dann holen wir uns auch mal einen Trupp dazu. Die sind sehr gut, ihr seht auch von den Werten. Und die haben noch Giftattacken, das ist das Schöne. Und eben noch was... Also die normalen Nekropolenritter übrigens sind hauptsächlich gegen gepanzerte Infanterie einzusetzen, im Idealfall. Es sei denn, es sind Hellebartenträger, da wird es ein bisschen schwieriger. Die Nekropolenritter mit Hellebarte sind dann eine Anti-Large-Einheit. Die sind hauptsächlich da, um dann große Gegner zu jagen. Die haben sowohl auch panzerbrechend, haben aber eben noch zusätzlichen Bonus gegen große Feinde. Das muss ich echt überlegen, was mache ich denn noch? Ich meine, ich hau jetzt noch den... Ich habe da eigentlich noch zwei Plätze frei. Eine Schabtetruppe reicht ja erstmal. Wir brauchen nicht unbedingt einen mehr. Ich würde tatsächlich ein bisschen meine Infanterie tatsächlich noch erhöhen, dass wir noch ein bisschen mehr haben, dass die Linie hält. Nehme ich tatsächlich vielleicht doch noch ein oder zwei hekarische Krieger mit. Geht das so? Ja, so. Sind wir dann relativ fix durch. Da haben wir eigentlich genug an Fernkampf, muss ich sagen. Wir haben zweimal Bogenschützen, wir haben einmal Ushabti mit Großbogen, wir haben den Knochenriesen, wir haben Katapulte. Das ist genug, was vom Fernkampfbonus profitiert. Vom Reichweitenbonus. 10% machen durchaus was aus. Vor allem, wenn der Gegner auch Artillerie hat und es wird so... Es läuft ein bisschen auch davon aus, wer zuerst schießt und so. Außerdem bedeutet Reichweite ja meistens auch, wenn der Gegner zu einem kommt und man verteidigt, dass man jetzt bei 10%, das reicht manchmal aus, dass man ein bis manchmal sogar zwei Schüsse mehr abfeuern kann, bis der Gegner da ist. Das macht Unterschiede, durchaus. Kampftraining. Du bist fertig, ja? Da haben wir den Skorpion. Ist hauptsächlich, ihr seht, Bonus gegen Infanterie. Das ist richtig hot, Zetra. Bonus gegen, also Rüstungsdurchdringt und Bonus gegen Infanterie. Das heißt, gegen alle Arten von Infanterie. Also, selbst welche mit Hellebarden, wenn es jetzt nicht gerade Außerkorne sind, mit Stangenwaffen oder so, die pflügen da richtig, richtig heftig durch, die Skorpione. Ähnlich wie die Sphinxen. Man sieht auch, wie die Sphinxen manchmal durchstampfen einfach. Da geht's ab. Ja, nicht kombinieren. Ich bin kein Freund von Kombinieren. So. Ja, wir könnten mit dem Zetra schon mal einmarschieren, aber komm, dann machen wir wirklich einen Blitzkrieg nach dem Bilderbuch. Apropos Blitzkrieg nach dem Bilderbuch. Dynastie, magst du mich jetzt? Nein, immer noch sehr gering. Der mächtige Henry. Da, ich weiß schon. Ah, darfst du jetzt rein, ja? Schön. Ja, dann bringt den Powerfister mit von mir aus. Ich sag's ja, das ist Zetras Pornostube hier. Bones McBoner. Hm.
Guck mal. Das darf man übrigens auch nicht vergessen. Die Forschungsrate, die hochgeht. Natürlich geht das natürlich auch hoch, die Runden. Also ganz unbeeinflusst ist es nicht. Lalalala. Will ich den jetzt mal mitnehmen? Das ist der für die Sphinxen. Aber wenn wir den bauen... Ja, wir kriegen... Das ist der Sphinx-Kommandant. Der nur plus 5 Rüstung, aber auf Dauer macht sich das trotzdem bezahlt ein bisschen. Und wir haben noch mal eine Kapazität mehr. Dem habe ich meistens so eine Sphinx mehr. Beziehungsweise meistens tue ich in viele Armeen nicht unbedingt eine Sphinx rein. Aber wenn ich welche reintue, dann bei ihm. So ein bis zwei normale und eine Necro-Sphinx hat er eigentlich immer dabei. Meistens gebe ich ihm sogar die legendäre mit. Gibt's auch eine. Grabiger-Skorpione. Todesgeier ein bisschen verbessern, aber ganz ehrlich. Sind ganz okay. Sehen wir trotzdem selten an. Wir können eigentlich mal dran denken, die Skorpione und die Grabiger zu verbessern. Wir sehen die Skorpione eh bald mal in Aktion. Komm, machen die mal. Und Fürst Kavum hat nicht mehr genug Geld, um was zu machen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Das ist ja die unterste Schokoladenschublade. Hm? Ja, der hättest jetzt mal nicht deine Siedlung allein lassen sollen. Aber weißt du was, so nett wie ich bin, meuchel ich das mal für dich. Da macht dir die Garnison kaputt. Alles klar, jetzt müsste der eine Zwerg hereinkommen und das einfach alles wegdreschen. Raus da! Jetzt wohne ich hier! Bud Spencer Zwerg einfach. Die Verschwundenen. Links muss ich jetzt nicht mehr vorlesen, denn das meiste haben wir schon gelesen. Lesen, lesen. Fehlschlag. Tut mir leid, Zwerge, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe mein Bestes geben lassen. Von mir kam ja nur der Befehl. Aber gut. Jetzt gibt es ein paar Orks zu kloppen. Aber, wenn man so auf die Uhr guckt, ist das wohl was für die nächste Folge. Was kriegen wir jetzt bei der dritten Stufe eigentlich? Ah, weniger Kosten. Na, das lohnt sich. Weil manchmal ist es nur für die verbesserten Zauber ein Bonus und die benutze ich eh selten. Aber so weniger Kosten ist in Ordnung. Nehmen wir, ist gekauft. Alles klar, damit danke ich mich soweit fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder.